Anlässlich des 25. Thronjubiläums von Kaiser Wilhelm II. Zeigte sich das Deutsche Reich von seiner schillerndsten und prachtvollsten Seite. Im letzten Jahr vor dem Ersten Weltkrieg, 1913, ließ sich die herrschende Dynastie der Hohenzollern nochmal richtig feiern. Die Bilder, die wir hier sehen, zeigen Berlin im Mai 1913 während der Hochzeitsfeierlichkeiten der Tochter von Kaiser Wilhelm II., Victoria Luise. Anlässlich dieser Hochzeit versammelten sich noch einmal die gekrönten Häupter Europas, die wenig später sich feindlich gegenüberstehen sollten. Gekommen waren George V. von Großbritannien, ein Cousin des deutschen Kaisers, sowie Nikolaus II. Von Russland, durch seine Frau ebenfalls mit Wilhelm verwandt. Das Deutsche Kaiserreich war im Vergleich zu anderen europäischen Staaten sehr jung. Unter Otto von Bismarck, der als Reichsgründer in die Geschichte einging, einte Preußen die verschiedenen deutschen Staaten in den sogenannten Einigungskriegen, bis 1871 nach dem Krieg gegen Frankreich endlich das Deutsche Kaiserreich entstand. Erster Kaiser dieses Staates war Wilhelm I., bisher preußischer König und nun zusätzlich deutscher Kaiser. Er war der Großvater des letzten deutschen Kaisers. Geboren wurde der spätere Wilhelm II., der letzte deutsche Kaiser, 1859 als Sohn des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm, der spätere Friedrich III. Und der englischen Prinzessin Victoria, der ältesten Tochter der gleichnamigen britischen Queen. Somit war Wilhelm ein Enkel der mächtigen Herrscherin des British Empire. Wilhelm entwickelte sich jedoch anders, als es seine Mutter sich erhofft hatte. Diese war von typisch britischen liberalen Werten durchdrungen, während Wilhelm sich auch aufgrund seiner schwierigen Beziehung zu seiner Mutter von den politischen Werten Englands abwandte. Stattdessen fühlte er sich den preußischen militaristischen Werten hingezogen. Im Jahre 1888, im sogenannten Dreikaiserjahr, übernahm Wilhelm den Thron. Nachdem Wilhelm I. im März 1888 mit 90 Jahren gestorben war, übernahm sein Sohn Friedrich als Friedrich III. Den Thron. Dieser litt jedoch an Kehlkopfkrebs und starb bereits im Juni desselben Jahres. Als 99 Tage Kaiser ging Friedrich III. In die Geschichte ein. Mit Wilhelm II. Kam also ein junger Mann auf den Thron, der mitunter sehr überstürzt handelte. Der neue Kaiser hatte für das Deutsche Kaiserreich eine Vision, eine Weltmacht zu werden. Herrlichen Zeiten führe ich euch entgegen, so lautete ein bekannter Ausspruch des Kaisers. Mit seiner unüberlegten, provokativen Machtpolitik legte er sich vor allem in Großbritannien an, denn der Kaiser begann eine große Schlachtflotte aufzubauen. Ein großes Flottenbauprogramm wurde in die Wege geleitet und so fühlte sich die große Seemacht England natürlich herausgefordert. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, wurde der Kaiser jedoch von den Generälen zur Seite gedrängt. Offiziell war er natürlich noch Oberbefehlshaber, doch die wichtigen Entscheidungen traf er nicht mehr. Er wurde zum Schattenkaiser neben den Generälen. Mit der Novemberrevolution von 1918 kam das Ende der Monarchie. Alles begann mit dem Aufstand der Kieler Matrosen am 3. November 1918. 6 Tage später, am 9. November 1918, verkündete der Reichskanzler eigenmächtig die Abdankung Wilhelms II., der sich zurzeit im Hauptquartier der Armee im belgischen Spa befand. Da die Generalität nicht mehr hinter ihm stand und Teile der Armee meuterten, gab es für das Kaiserreich keine Zukunft mehr. Es drohte ein Bürgerkrieg in Deutschland. In Berlin wurde die Republik verkündet und am 10. November 1918 flüchtete der Kaiser in das niederländische Exil, von wo aus er seine Abdankung unterschrieb. Kaum jemand trauerte dem Kaiser nach. Bis zu seinem Tod 1941 lebte er im Schlösschen, dem Haus Dorn, im niederländischen Exil. Die Nationalsozialisten, die 1941 im Todesjahr des Ex-Kaisers die Niederlande besetzt hielten, veranstalteten ein Staatsbegräbnis für den ehemaligen Kaiser. Hitler persönlich hatte einen Kranz geschickt.